Wenn ihr also soweit hier alles freigelegt habt und ihr seid im richtigen Hotel, dann ist jetzt hier, wenn hier nicht irgendwas faul ist mit deinem Ventilspiel oder mit eurem Ventilspiel, kann man jetzt hier ein bisschen am Kipphebel wackeln, rauf oder runter ziehen. Ja. Ich habe das jetzt mal ein bisschen größer gemacht, das Spiel, damit man das mal besser sehen kann. Also leichtes Spiel müsste da sein, man müsste es eigentlich auch fühlen, weil bei diesem Modell kriegen wir oder wird ein Ventilspiel eingestellt von 0,15. Ja. Also 1,5 Zehntel und zwar natürlich zwischen dem Ventil und unten diesem kleinen Pferdefüßchen. Ich zeige es euch gleich nochmal an einem ausgebauten Kopf. Es geht hier ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall, da müssen wir mit der Füllerlehre zwischen. Das machen wir jetzt mal. Da holt ihr euch am besten diese Standardfüllerlehren. Und biegt die ein bisschen nach außen. Ja. So kann man es besser sehen. Kann man ruhig ein bisschen vorbiegen und da kommt man dann auch gut mit runter. Einfach von der Seite ansetzen und dann mit kleinen schiebenden Bewegungen unter den Fuß runter. Und jetzt mit unserem langen Zehner und oben am Rahmenrohr vorbeigehend unser langer Schraubendreher. Kann man hier oben reinsetzen. Kann man wunderbar drehen, ohne Verrenkungen. Dreht leicht bis auf Druck, ein bisschen zurück. Den Schlüssel drauf. Bisschen gegenhalten, weil beim Anziehen der Mutter dreht sich die Ventilalterschraube immer ein bisschen mit oder will mit, klar. Lösen und dann schieben wir den oder ziehen die Füllerlehre wieder raus, wenn sie denn rausgeht. Wenn nicht, habt ihr zu stramm gemacht. Wenn die schön saugend geht, wie man so schön sagt. Passt das. Das, wie gesagt, am Auslass und am Einlass. LC4 beidseitig 0,15 mm Ventilspiel. Und durch den Schraubendreher, durch den langen, habt ihr da auch keinen Stress. Kommt da wunderbar dran. Hier habe ich euch das nochmal aufgebaut an einem demontierten Zylinderkopf. Hier sind also die Kipphebel. Unten sind die Ventile oder die Ventilfedern. Und wenn man das rumdreht, sieht man hier die Ventilschäfte und unten drunter die Ventileinstellschrauben mit diesen kleinen sogenannten Elefantenfüßen. Ja. Da müsst ihr mit der Füllerlehre zwischen hier und dem Ventil. Und die Einstellung erfolgt dann natürlich über diese Schraube, wie ich das gerade gezeigt habe. Das ist ganz wichtig. Ihr kommt natürlich auch nur darunter. Wenn ihr nicht darunter kommt, ganz klar, löst die Schraube nochmal, dreht sie etwas nach oben. Schiebt die Füllerlehre drunter, die Füllerlehre. So, da drunter. Und dreht die Schraube dann wieder auf die Füllerlehre, bis ihr Druck habt, löst etwas und zieht dann die Mutter fest. Und dann brauchen wir hier eine saugende Verbindung. Nicht zu stramm, dass man es rausziehen muss und es darf auch nicht durchfallen. Ein bisschen Öl drauf und dann muss das sauber unten drunter her rutschen. Auch zu empfehlen ist, macht immer die Ventile auf der anderen Seite. Also wenn ihr rechts steht,
macht das linke Ventil und wenn ihr links steht, macht das rechte Ventil. Also kommt man gut ran. Alles andere wäre Fingerbrechen. Braucht kein Mensch. Auf der rechten Einlassseite habt ihr hier den Schlauch und da ist es natürlich blöd, da irgendwie zu arbeiten. Ist auch nicht schlimm, ihr könnt den ruhig ein bisschen wegdrücken. Ja, da passiert nichts. Das ist ein Kühlerschlauch, der ist recht stabil. So, da kann man arbeiten oder macht da schön Kabelbinder drum. Das muss nicht demontiert werden oder Kühlwasser raus. Ja, da kann nichts passieren. Es gibt so Weisheiten im Leben eines Schraubers, die ändern sich über die Zeiten, weil die Materialien sich ändern, Flüssigkeiten bzw. Silikone sich verbessern. Oder es immer wieder eine neue Innovation gibt in dem Bereich. Eins hat sich bis jetzt Gott sei Dank noch nie geändert, beziehungsweise noch nicht geändert. Und zwar, wie montiere ich Papierdichtungen? Ich montiere sie mit Fett. Niemals mit Silikon. Aus folgendem Grund. Wenn ich jetzt hier Silikon auftrage, weil ich meine, ich mache es doppelt gemoppelt, hält besser, passiert nämlich Folgendes. Ich drücke den Deckel drauf, das Silikon drückt sich nach außen und zieht mir die Dichtung mit weg. Oder sie, auf gut Deutsch, sie wird zerrissen. Auch immer gern genommen bei Fußdichtungen, bei Papierfußdichtungen, Silikon drauf und auf einmal nach kurzer Zeit sifft die schon wieder, weil die Dichtung vorne rausgekommen ist. Also macht das bitte nicht. Papierdichtungen werden normalerweise immer mit Fett eingesetzt, ein ganz normales, stinknormales Schmierfett. Hat mehrere Vorteile. A, die Dichtung klebt am Deckel und ich kann den Deckel reinschrauben. Und die Dichtung fährt mir nicht runter. Zweiter Vorteil ist, das Fett zieht ins Papier ein. Nicht wie der Silikon, bleibt aber außen vor und drückt sich nach außen, sondern das Fett zieht hier rein und macht die Papierdichtung schön geschmeidig. Das heißt, ich kann den Deckel auch mal nach einem halben, nach einem Jahr, nach zwei, drei Jahren wieder abbauen, ohne dass ich irgendeine Scheißdichtung irgendwo abkratzen muss, weil sie festgebrannt ist. Das passiert dann nämlich nicht. Und wenn ich eins hasse, sind es festgebrannte Dichtungen. So haben wir halt den großen Vorteil, wir haben eine bessere Abdichtung der Papierdichtung, weil wir sie nicht trocken setzen, sondern halt gleich mit Fett. Die quillt auf, sie wird weicher und sie presst sich besser und legt sich besser an. Also hier bitte nur Fett. So, und schön hälse. Dann die sechs Schrauben mit neuen Kupferringen versehen und rein damit und die Deckel wieder montieren. Wenn ihr jetzt an die Schrauben noch ein bisschen Fett dran tut oder ein bisschen Öl und dann die Deckel montiert, flutscht quasi alles von alleine. Vorausgesetzt natürlich, die Schrauben sind noch in Ordnung. Aber hier funktioniert es wunderbar. Und jetzt ziehen wir nur an und der Deckel ist zu. Die Deckel sind drauf. Jetzt müssen wir natürlich den Autodeko wieder einhängen. Und wenn man jetzt denkt, ja, wie war jetzt die Einstellung von dem Ding? Weiß ich nicht mehr. Ist eigentlich kein Problem. Ihr geht einfach hin und drückt wieder den Hebel nach oben. Ungefähr so. Dann den Zug einhängen. Dann kommt ihr oben wieder durch den Schlitz durch und könnt in aller Ruhe Zug wieder einhängen.
man natürlich auch ein bisschen Öl dran tun, dann läuft es ein bisschen leichter. So, jetzt zieh ich hier lose. Dann einfach den Hebel wieder nach unten schnappen lassen. So, da macht man hier so 5-6 mm Luft und drückt den ein bisschen nach oben. Wenn man hier merkt, aha, hier ist noch Luft, weil ihr drückt ja auf den Auslasskipphebel, seid da auf jeden Fall schon mal nicht zu stramm. Wenn ihr jetzt so stehen würde schon, klar, dann hätten wir hier keinen Druck oder wir hätten hier nur direkt oder sofort Gegendruck, wäre definitiv zu stramm. Also immer sehen, hier muss schon mal Luft sein und den Rest halt eben so einstellen, dass ihr oben am Hebel Spiel habt und trotzdem beim Kicken, wenn ihr kicken müsst, mit dem Handdeko vernünftig ziehen könnt. Meistens immer so eine Einstellung zwischen Mutter und Kontermutter zwischen 5 und 6 mm. Das kommt aber auf den Zuchter an, wie ausgelutscht er ist. Ja, ansonsten als Faustformel kann man das mal nehmen. Kontermutter festziehen. Hier aufpassen, nicht zu feste, sonst macht es nämlich Knack, dann ist das Gewinde hier kaputt. Den Verhüter wieder drüber. Und kommt unsere Kabelbinde zum Einsatz. Ganz wichtig, immer hier den Kabelbinder drum machen, sonst habt ihr nachher das Kabelbinder Pech habt auf dem Krümmer liegen. Und das stinkt und schmort. Hier fixieren. Und ja, hier ist das Kabel noch vom Kühler, vom Lüfter natürlich, vom Kühler. Den dann wieder einbauen, die Tankrollen montieren, Kondensator anschließen bzw. anschrauben und dann kann der Tank wieder drauf. So, jetzt müssen wir den Motorgehäuse-Entlüftungsschlauch wieder montieren, der oben auf dem vorderen Ventildeckel sitzt. Hier gibt es ein paar Dinge zu beachten. Ganz wichtig, hier ist serienmäßig ein kleines Sieb drin. Vielleicht kann man sehen, ja, hole ich aber gleich raus. Das birgt leider ein großes Problem in sich. Gerade bei den Supermotos, wenn man also öfters mal schön Dauervollgas fährt, wirkt dieses Sieb leider auch stellenweise als Stopfen. Hier sammelt sich auch gern mal Feuchtigkeit hinter und Ölschlamm durch die ölhaltige Luft. Und wir kriegen hier eine leichte Verengung. Dann haben wir ein großes Problem, weil dann wird nämlich durch die Motorgehäuseentlüftung unten am Motor, hier, durch die große hier, zu viel Öldampf nach oben gedrückt und wird dann schön über den Rahmen in den Luftfilterkasten reingeleitet. Also hier bitte immer, wenn ihr das seht, macht das Ding raus. Und zwar ganz einfach, langen Schraubenzieher, rausziehen und da ist das Ding. Also das Ding immer raus und weg. Bei der Montage von dem Schlauch immer darauf achten, dass ihr die Schellen, Enden, immer nach außen setzt. Sonst kriegen wir hier Schwierigkeiten, sonst hängen die nachher in eurem T-Stück und schneiden das kaputt. Haben wir auch schon gehabt. Also aufsetzen oben, Schelle hoch, unten drauf und dann können wir festziehen. Diese Schläuche werden auch mit der Zeit porös und verschleißen halt, ne? Also durch die Hitze und das Öl und wie gesagt die Alterung. Hier mal drauf achten, die reißen auch gerne in den Schellenbereichen ein. Wenn dann hier feucht oder haben hier so Längsrisse drin, dann macht das Ding am besten direkt neu. Weil wenn die hier reißen sollten, habt ihr den ganzen Motor versaut, läuft dann schön auf den Krümmer und das ist eine Riesensauerei. Die sind auch nicht so teuer, kosten glaube ich unter 10 Euro, also dementsprechend da lieber einen neuen setzen. So,
Ventile einstellen, abgehakt. Ihr seht, das ist gar nicht so schwer. Es ist ein bisschen Fummelsarbeit, das ist richtig. Wenn man das richtige Werkzeug hat und den langen Schraubendreher, geht das eigentlich alles relativ easy. Wenn man es natürlich, wie wir jeden Tag macht, gut, klar, ist das wie schlafen. Aber selbst für den ambitionierten Hobbyschrauber ist es wirklich kein Problem. Die Frage ist natürlich noch, warum hatte ich da gerade jetzt noch einen langen Achterschlüssel? Den hier. Der wird ab Baujahr 2003 eigentlich bei dieser Aktion hier nicht mehr gebraucht, weil ab dem High-Flow-Motor, also ab 2003, sind die Ventildeckelschrauben geändert worden von Innensechskant M6 auf Schlüsselweite 8 M6, also der bekannten KTM-Schrauben mit dem 8er Kopf. Also der ab 2003, den brauchen wir nicht mehr. Werkzeug schmeißt man nicht, das ist richtig. Sah aber lustig aus. Wie gesagt, wenn ihr einen Highflow habt, braucht ihr den hier, den Imbus nicht. Ansonsten der gleiche Ablauf. Die Ventilatoren haben sich auch nicht großartig geändert, die Schläuche auch nicht. Also ihr könnt auch diese Funktion oder diesen Ablauf für den Highflow-Motor auch übernehmen. Habt ihr eine 660er mit Korrosantzündanlage, also die nicht in Öl läuft, dann ist es ein bisschen was anderes. Da habt ihr auf der rechten Seite statt diesem Schauglas ein Deckelchen aus Kunststoff. Das dreht ihr raus und da ist eine Markierung, die könnt ihr auch gut sehen, die OT-Markierung. Wenn ihr eine ganz alte Kicker habt, ganz alte LC4 mit der alten SEM-Zündanlage, da ist der Deckel etwas größer, ist aber auch ein Kunststoffdeckelchen, was er rausschraubt mit einer Schlitzschraube. Da ist es halt so, da habt ihr einen Punkt und einen Strich. So, da nicht irritieren lassen bei einer 600er oder 609er, 620er, wie sie damals hieß, gab aber eine 600er, nehmt ihr bitte immer den Punkt. Der Strich der Markierung ist für die 400er Motoren, die gab es auch mal. Also da nur den Punkt nehmen, dann habt ihr auch OT, dann passt das. Ja, da würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich konnte euch helfen mit diesem Video. Und ja, Kommentare, Anregungen einfach unten reinposten. Wenn ihr Ideen habt, was ich als nächstes machen könnte in puncto Tipps und Tricks, gerne mal reinschreiben, nehme ich auf. Das kommt ja auch daher. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, es klappt alles beim Selbstschrauben. Bis dann. Tschüss.